Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ist auch wieder ein kleineres Spiel. Grim. Das heißt auch richtig. Da steht's. Grim Colors of Rot. Sogar DLCs, das wusste ich noch gar nicht. Also, das ist der DLC oder was? Hat auch Platin. Spielen. Ich habe die Musik ein bisschen leiser gemacht schon bei den Einstellungen. Stand auch Sprache Deutsch da. Ich muss gucken, ob da gequatscht wird. Das jugendfrei ist gerade. Ich mach mal lieber weg. Nicht, dass da noch mehr passiert. Fängt ja schon mal cool an. Und wir sind alles auf Deutsch bis jetzt. Und jetzt haben wir den Anfang natürlich nicht mitgekriegt, weil das ist mir dann zu heiß geworden, das zu zeigen. Ich denke mal, wird so was wie hieß es gleich noch? Dantes Inferno sein. Man kommt in der Hölle und muss sich dann halt freikämpfen. Es war nicht Kreis, es war R1. Drücke R2.
Heldenkraft, Stärke, Geschicklichkeit, Leben, Kraft, 4 von 9, jetzt. Zerstört bist, was du weiter. Kann ich gleich draufhauen, also ich muss hier. Im richtigen Moment, das ist ja richtig. Das ist ein bisschen nervig.
habe ich noch nicht rausgefunden, wie das, was da der richtige Moment ist. Hier haben wir alles. Das ist ein bisschen... Keine Ahnung. Ich denke mal, das sollte jetzt auch für das angezockt reichen. Ist ja auch nur ein kleineres Spiel und muss ja nicht immer so lang sein. Es ist ein Jump'n'Run. Also, Jump'n'Run nicht ganz. Also, man hat auch Kampfelemente. Man läuft von links nach rechts und macht Sachen. Das ist so an sich gar nicht mal so schlecht. Das Prinzip, also. Wie man sich da fortbewegt und auch das Agile und so, das funktioniert alles sehr gut. Bloß mit diesem, wo er diesen Brain macht irgendwie, ey, das krieg ich nicht gebacken, das einen richtigen Moment zu machen, damit ich werde immer ein, zwei Mal getroffen, bevor ich das überhaupt richtig einsetzen kann. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Müsste ich mir dann nochmal angucken, irgendwie. Schlechte Timing, ich habe keine Ahnung. Naja. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Es hat kein HDR, es hat Platin. 4K ist es natürlich, ist ja auf PS5. Und ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Uli.